Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Moon. Oh yeah. Ich glaube, ich habe jetzt endlich rausgefunden, was hier eigentlich Sache ist, weil hier ist ja noch so ein riesiges Feld, wo auch noch Leute stehen können. Wobei, da fehlt ja noch einer. Vielleicht ist es dann die Tusse, die oben den Weg versperren? Ich weiß es nicht. Hä, was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Also muss ich jetzt erstmal. Das ist mir echt so kompliziert. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch dieses Elektroviech gefangen. Ich habe aber auch noch einen. Wie heißt das? Irgendwas mit S. Smegma, Smogon. Nein, nicht Smogon. Smogon auf keinen Fall, aber Smegma? Oder so? Ach Mann, was ist das denn jetzt? Mann, ich will doch einfach nur battlen. Hä, ich habe jetzt gegen zwei Leute gekämpft? Die vierte Person steht ja unten, gegen die wir quasi am Ende kämpfen sollen. Und dann? Hä? Mann, okay, ich verstehe es doch nicht. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für ein Abfuck? Okay, ich bin nicht rechts rumgegangen. Vielleicht versteckt sich ohne Witz. Mit dem scheiß Badminton-Schläger, ey, was will die überhaupt? Die Lehrerin hat mir schon gesagt, dass du kommen würdest. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir was Einfaches. Ah, die Badminton-Troller versteckt sich in der hintersten Ecke des ganzen Grundstücks. Läuft bei der. Jo, okay. Mein Gott, ey. Und dafür habe ich jetzt 1000 Jahre verschwendet. Dafür, dass die Troller da eben wieder irgendwo in der Ecke sitzen. Wie so ein lonely Kind, ey. Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal mehr Pokémon. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das Ding, was ich da hatte, überhaupt kein Shiny ist. Ich weiß es noch nicht 100%, weil es irgendwie immer noch anders aussieht. Aber ich bin halt nochmal in das Gras gegangen und habe dieses Viech da direkt schon wieder getroffen. Und so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, dass zweimal hintereinander Shinies kommen. Das wäre so voll. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Irgendwie voll komisch, was da gehappt ist. Aber mal schauen, woran das liegt. Ich verstehe es halt echt nicht so wirklich. Aber okay, vielleicht werden wir es irgendwann durchschauen. Ja, sag mir jetzt einen Tipp. Wenn du die Statuswerte hörst, kann es mehr Schaden anrichten. Wow. Ernsthaft? So eine Scheiße labert die. So eine Scheiße, die kein Mensch braucht. So, jetzt gehen wir zu dem Supermacker hier. Oh, ich habe mich nicht geheilt, aber brauche ich nicht. Der tut doch eh nur so, als ob ich der als ob er der Supermacker wäre. Aber der hat eine coole Frise. Muss man ihm lassen. Ja. Was ist jetzt los? Was willst du? Träne Hoffnung, ja. Du bist auch echt nicht mehr als eine Hoffnung. Slimer, ja, das Ding. Genau, das meinte ich. Das hätte ich fangen können. Hatte ich auch eigentlich vor. Da war mein Pokémon so halb beim Stemmen und dann habe ich aus Versehen auch angegriffen. Und dann so, oh well, naja. Wie war das nochmal? Wow. Das ist eigentlich super scheiße, weil das alles dann fucking effektiv auf mich ist, wenn er irgendeine Elektroattacke macht oder so. Das wäre mir echt zu blöd, aber wir können auch so mal ein paar angreifen. Und Vergiftung ist auch voll scheiße. Aber ich finde echt cool, dass man durch dieses Pflegen nach dem Kampf, was ja eigentlich recht simpel ist, dass man dadurch einfach mal die Pokémon heilen kann und so von Statuseffekten, die sich zugezogen haben. Das finde ich voll nice. Weil es war ja teilweise so, wenn man irgendwie am Ende auf dem Weg zur Pokémon-Liga war, durch diesen super komisch beschissenen Berg und die ganze Kacke mit den 1000 Millionen Trainern und so, da ist es immer mal wieder passiert, dass man irgendeinen Statuseffekt hat und gerade nichts dabei, um sich zu heilen. Das war immer mega der Abfuck. Und dann war das teilweise echt nicht schlecht, wenn man dann sowas machen könnte. Das finde ich eigentlich sehr cool, dass es so geht. Aber was willst du? Oh ja, mach auch noch einen Volltreffer. Nein, du tötest mich nicht. Ich werde dich töten. Oh mein Gott, das ist so ein richtiger Kampf der Giganten. Okay, eigentlich nicht. Ich hätte noch drei andere Pokémon gehabt. Aber okay. Die sind aber auch voll dumm. Warum holen die sich nicht mehr Pokémon? Damit hätten die doch voll die Wahrscheinlichkeit erhöht, noch irgendwas machen zu können. Aber nee, die haben keine Ahnung davon. Die machen eben nur Pokémon-Theorie und keine Praxis. Ich bin auf der Praxisseite. Ich hab Ahnung davon. Aber. Ja, so, jetzt haben wir dich nämlich voll Statuseffekten. Dir geht es gleich super. Weg mit den Giftwolken. Die sollen alle mal sterben gehen. Bla 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 bla. Kannst du jetzt mal. Wie lange dauert das? Also es dauert irgendwie mal länger, als diese kleinen Flügel da wegzumachen. Aber es sieht schon gut aus. Oh, jetzt kommt keine Scheiße mehr. Oh, und der kriegt auch noch kleine Herzchen. Das ist super glücklich. Weil vorher wäre er fast abgestorben. Ich habe ihn aber gerettet. Look at me. Dankeschön. War es das jetzt? Das senkt aber mein Coolness-Faktor. Ob ich lieber der Allerhübscheste werden sollte? Ja, das ist vielleicht echt mal besseres Potenzial. Brauche ich kein Mensch. Naja. Oh well, ich weiß gar nicht, ob es noch VMs gibt. Boah, ich habe echt so viel nicht mehr mitgekriegt, seitdem es so neue Generationen und Scheiße gibt. Und ich komme da nicht hinterher. Ich habe irgendwie gelesen, oh, die Kuhglocke. Aber ich dachte, so Schulglocke ist genau dasselbe.
eine Durchsage lässt sie so in den ersten Stock kommen. What the fuck? So als ob die da von draußen gestalkt hätten, so durch die Fenster geguckt. Quentlessy. Schockschwere Not, oh mein Gott, Hilfe! Kannst du mich heilen, please? Dankeschön. Finde ich super. Die hat immer so einen Transportheiler dabei, so einen mobilen Heiler. Ist voll geil. Finde ich super. Und trotzdem verstehe ich nicht, wo die das macht. Obwohl die ganze Zeit sagt: Boah, das geht gar nicht. Wie könnt ihr da Pokémon-Kämpfe veranstalten? Das ist so gewalttätig und brutal und alle sterben. Lissy, das eine Menschenschüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Yo! Dieser Zoom. Das sah super funny aus. Yo, ist das die Lehrerin auch noch fertig machen? Die brauche ich nicht. Okay. Die sieht eher aus wie so eine Stewardess, finde ich, mit diesem Halstuch. Das war auch ganz schrecklich, ey, dass man sowas tragen muss. Das ist voll der Abfuck. Boah, ey, jetzt kommen wieder diese ganzen Elektroviecher. Das ist voll der Kack, wenn ich eigentlich nicht wirklich was dagegen habe. Wow. Oh mein Gott, das bringt alles so viel. Es ist so erstaunlich. Ja, ich drehe mich im Kreis. Und dann hat er sie erschreckt. Ah, cute. Ha, du kannst dich angreifen. Ha, not me. Guck mal, die ist schlauer. Die hat wenigstens immerhin schon mal zwei Pokémon. Das ist doch schon mal was. Ha, hast du verschissen? Nein, nicht dieser Donnerschock-Scheiß. Boah, wenn ich jetzt paralysiert bin, geh doch einfach sterben. Nein, bin ich nicht. Yes, oh mein Gott. Ja, aber endlich mal Glück in meinem Leben, weil sonst ist es übelst nervig. Jo, bye. Oh Mann, jetzt muss ich noch zweimal angreifen. Ich bin immer so, nee, Pokémon wechseln, das ist doch viel zu anstrengend. Eigentlich wäre es, glaube ich, sinnvoll gewesen, einfach zu wechseln, weil dann wäre das Viech schon viel früher tot gewesen. Ja, aber du schreckst die ganze Zeit zurück, deswegen ist mir das alles scheißegal. Bye. Der Mieter, ach, der ist so süß, Mann. Der dreht sich einfach so richtig cute um so. Und dann, du stirbst. Das war cool. Ich liebe es. Übrigens hatte ich ja im letzten Part erzählt, dass ich mir Milchreis gemacht habe. Alles weg. War voll geil. Ich liebe Milchreis. It's so delicious. Mausi, wie war das nochmal? Was auch? Ach, ich glaube, irgendwie alles war effektiv an Attacken, was ich hatte. Mal schauen, das müsste auch Typ normal sein. Na, guck da, da ist es auch wieder so. Also kann das kein Shiny sein. Aber es ist trotzdem voll cool. Ach nee, das war ja nur effektiv und nicht sehr effektiv. Das verwechsel ich irgendwie mal. Voll blöde. Ach, fuck off. Jo, jetzt macht der dieselbe Scheiße. Was könnte ich denn sonst nehmen? Warte, wenn das alles effektiv ist. Ja gut, wenn so ziemlich fast alles effektiv ist, außer Geister, muss es halt echt typ normal sein. Ich war mir da nicht so ganz sicher, aber jetzt bin ich mir sicher. Was hat denn überhaupt eine... What? Ich habe gerade gar nicht gesehen, was passiert. Das war einfach so instant weggefetzt. Okay. Boah, jetzt schreckt nicht zurück. Wer? Wer? Dankeschön, weil sonst können wir das noch hier beenden. Hier und jetzt. Oh, was ein Volltreffer. Jo. Hat natürlich jetzt echt gerade viel gebracht, aber ist ja egal. Tipp. Der ist aber M, Mann. Ich habe diesen Namen voll verstanden. Ah ja, genau, für das Mauti, was eben nicht shiny ist. Trash. Warum so blöd, ey? Ach, wenn du für mich als Lehrer anspringen würdest? Klar, wenn ich gerne mit meinem Ananashut oder so. Das ist überhaupt ein Ananas. Ja, gut, es hat schon eine Ananasform. Ja, muss man sagen. Hat parallel. Hä, die kommen alle hier hin, die Stockfest. Die Schuss mit dem rosa Haaren. Hat Swag. Oder Typ? Captain Elimar. Das ist Frau, so ein Ding, keine Ahnung, ist eigentlich egal. Das ist Lissy, sie ist aus Kanto hier, oh yeah. Wie sie Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Ich drücke eine Taste. So beeindruckend, alle sind super beeindruckt. Okay, ja, okay. How holy. How holy. Das ist ja cool. Funny. Ach ja. Das Tauros für die Schule dürfte keine Probleme machen. Also heißt es, dass ich da jetzt hin kann? Bling, bling. Ich mache so eine Durchsage für eine Person. Yay, wir haben es geschafft, die ist voll geil. Ich wollte aber echt auf die obere Etage genug gehen. Ich habe mich die ganze Zeit nicht dahin gelassen. Also es wäre voll spannend gewesen, bestimmt. Oh, guck mal, die verabschieden mich alle. Wie cute ist das denn, wenn du an was du gelernt hast? Dann werde der Champion. Mach dir Tims dazu? Ne, brauche ich nicht. Das war die übelste Abfuck-Scheiße. Die braucht doch kein Mensch. Und meine Nase läuft. Du und dein Bauzer wirklich selber zusammen, ja, bitte. Folge mir. Wer ist das überhaupt? Was will die überhaupt von mir? Hä? Die immer so, yo, ich mach das für dich. Ich mach das für dich. Und so mein persönlicher Diener, obwohl ich gerade erst hier hingezogen bin. Jetzt versteckt sie sich auch noch da so unauffällig an der Kante. Alissi, hier drüben. Yo, ich seh dich, okay. Hä? Die so, lalala, ich renne 10 Meter vor, na na na. Das ist mir von Anfang an imponiert. Dang. Sexy Romance-Ding. Tauros, hä, das ist doch gar nicht mehr da. Chill doch, deine Titties. Hä? Oder doch?
Ja. Hä? Und jetzt? Ich dachte, das wäre weg. Thomas ist wegen Lily und Lassie ganz aufgeregt. Wie sieht's aus, wenn sich nur mehr streicheln? Oh Gott, Hilfe. Mutti! Boah, schlappert so alles ab. Mutti! Leave me alone, please. Ja, okay, reicht. Danke, können wir jetzt gehen? Ja, wenn man Pokémon fegt, bessert sich die Laune. Das weiß ich. Keine Ahnung, was das bringen soll. Ob sie dann stärker werden oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ob das wirklich nur für Pokémon Sinn ergibt, die nur durch Zuneigung irgendwie ein Level erreichen. Es gibt ja einzelne Pokémon, wo man, glaube ich, nur durch Zuneigung das nächste Level erreicht. Ich weiß aber nicht mehr. Also nicht das nächste Level, ich sag mal nächste Level. Das war auch bei diesem. Keine Ahnung, wie das heißt. Bei mir ist rosa, so richtig fett und sah so schwanger aus. Da war das, glaube ich, auf jeden Fall schon so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh yeah, ich will shoppen gehen. Yeah, jetzt mal ganz viel Geld rausschmeißen. Nicht für Tränke oder Wiederbeleber. Shopping! Für die Outfits-Folge. Ich liebe es einfach, dass man seit XY sich Outfits machen kann, dass man die Frisur wechseln kann. Das ist voll geil, Mann. Ich brauche das in meinem Leben. Jetzt fehlt nur noch der Flirt-Aspekt. Dann ist das Spiel 10 out of 10. Die sieht ein bisschen aus wie Victoria aus Life is Strange. Und rennt erstmal weg. Bye! Hä? Warum auch immer die so komisch winkt? Oh, das Meer! Super! Steht so 2 Sekunden drin. Hi. Hey, du. Du bist mir weit hergekommen. Das sehe ich dir an. Oha, das klingt rassistisch. Pass auf, ich bring dir den Alola-Gruß bei. Ach du Scheiße, das wird peinlich. Wenn du zur Begrüßung immer Alola sagst, werde ich alle mögen. Ach, aber doch nicht, ey. Du Lügnerin. Als reiht sich ein Haus ans andere. Kann ich auch reingehen? Kann ich hier reingehen? Kann ich hier reingehen? Kann ich hier reingehen? Offensichtlich nicht. Machst du hier Urlaub? Beides irgendwie, I guess. Yeah, super. Wow, ist das krass. Die haben mir immer super heftige Tränke gegeben. Vielen Dank. Was willst du? Gibst du mir was Geiles? Oh yeah, Attacken, bla bla, Inselkönige. Super interessant. Nein, da steckt kein Geheimnis. Was soll die Z-Attacke, weil ich habe den geilen Z-Ring. Bam, bam, bam. Look at me. Jetzt war ich gar nicht am Strand. Ah, oh well. Wird wohl nicht verpasst haben. Einkaufsviertel! Wie ich schon die ganze Zeit so an den Geschäften vorbeigeschrappt bin, in der Hoffnung, dass ich irgendwo da reinkam. So, so an den Wänden vorbeigelaufen. Lass mich doch in Ruhe, ich will einfach nur shoppen gehen, Mann. Was willst du denn mal von mir? Was willst du? Ich hab dich an deinem Gang erkannt. Ja, was bitte? Ich will dir was da zeigen. Jo, zeig doch. Und nerv nicht. Ich bin so nett zu dem, ey. Luft. Hey, stimmt es, dass man hier was Tolles bekommt, wenn man einen roten Pokédex hat? Das hat sich schnell rum. Oh yeah, Pokémon-Sucher. Was ist das? Dieser. Gucken alle so übelst hässlich. Was? Ein Pokémon-Sucher? Was macht der? Kannst du Fotos? Fotos. Jetzt habe ich nicht gelesen, was ich drücken muss. Geil. Ja, okay, das war's dann wohl doch mit den Fotos. Super. Okay, Yogepea. Fotografiere Pokémon. Was? Fotografierte Pokémon sehen auf dem Bild einfach total süß aus. Ja, ja, als ob jedes Pokémon süß damit aussehen würde. Erstmal das Tauros fotografieren und dann so. Ah, so cute. Und weißt du, da ist so ein Anime-Filter von Snapchat und drauf mit so Kawaii-Augen und so. Ach, diese Scheiße. Ach, die gab's ja damals auch schon in Diamant und Perl. Das ist ja super unnötig. Das braucht ja kein Mensch. Okay, was ist mit dem? Hi. Du bist der Trainer mit dem richtigen Gespür. Was willst du denn überhaupt? Gib mir doch einfach irgendwas. Ich bin entzückt. Ich forsche Pokémon. Okay. Aha. Ja, okay. Was? 10 verschiedene Pokémon-Arten. Was willst du? Was willst du? Ja, sag doch mal. Vielleicht habe ich schon irgendwas. Hä? Muss ich jetzt einen mitbringen oder was? Was will der? Schellschmisch. Hi. Lele Mele. Ach, das sind wahrscheinlich die verschiedenen Inseln. Weil ich meine, das ist ja so, dass diese, also Alola an sich quasi das einzige Ding ist, was jetzt kein Festland ist. Ich stehe schon vor dem und der so. Wie war es bei der Touristeninformation? Sauber! War geil, wir können jetzt Fotos machen. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Das ist direkt vor meinem Gesicht rumflatscht. Selfie time! Haben wir jetzt ein Selfie? Hey, wo ist denn das Selfie? Was ist das denn? Carlos, ich zeig dir einen Laden, in dem es das Leckeres gibt. Ich will nichts Leckeres, ich will doch nur einen Shopping-Klamottenladen. H&M oder Zara? Boutique! Jo, ich komm mit dir. Finde ich nice. Boah, weh, ich muss jetzt zu dem scheiß Tali gehen, ey, der nervt mich voll. Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ei, das geht. Ein Pokémon-Sucher, toll. Ich will shoppen gehen. Was, zu pick.
In dem Loch kannst du Fotos machen. Das klingt super komisch. Ja, geh mal zu dem Loch und du kannst Fotos machen. Wie geht das denn jetzt? Intuitiv richtig. Pikachu! Okay. Ja. Okay. Mhm. Okay. Ja, lass mich doch mal hier weiterhin. Kann ich hier zoomen? Ach Mann, ey, das ist voll scheiße. Das nervt mich. Bitte aus. So kann ich das. Sehr ordentlich. Sehr ordentlich. Oh, wirklich? Kann ich dann irgendwie noch Perspektiven ändern oder so? Hey, ich weiß, dass es echt gut ist. Ich habe das Bild ja gemacht. Oh, wow, oh mein Gott. Das war mir jetzt so schwer, wo sich das Pikachu so krass Oh mein Gott, ich werde von irgendjemandem angerufen. Bestimmt irgendeine so eine Wohnungssache. Okay, dann muss ich den Partys beenden. Sorry, so plötzlich. Also danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bye, Bishop Cross.